heute zeige ich euch, wie ihr eure eigene Cloud selbst zusammenbastelt. Und ihr werdet sehen, es ist viel einfacher, als ihr denkt. Und das Tolle dabei ist, am Ende sieht man sogar manchmal sowas wie Tiermuster. Alex, was zur Hölle? Spielverderber. Hallo liebe Turn-On-Fans und willkommen zu einem neuen Video. Heute mit meiner Wenigkeit, dem Alex. Wir reden heute über eure eigene Cloud, beziehungsweise über eine Cloud, die ihr euch selber machen könnt. Oder einfacher gesagt, wir reden über NAS, Network Attached Storage. Warum? Viele von euch oder unserer Recherche nach, sind viele von euch so drauf, dass sie sagen, wir haben keinen Bock, unsere Daten irgendwo bei irgendjemand anders zu speichern. Stichwort in der Cloud von irgendjemand anders. Die Cloud ist ja im Grunde auch nichts anderes als der Computer von irgendjemand anders. Nur im Sinne von skaliert gedacht, groß gedacht, die Cloud von Google ist ein Haufen Computer von oder bei Google. Oder der Datenspeicher bei Netflix, wo all die Serien drauf liegen, ist der Datenspeicher von Amazon und so weiter. Es ist also ein Computer, der jemand anders gehört. Viele von euch wollen aber eher selber Kontrolle über das haben, was mit den eigenen Daten passiert. Gar nicht so schlecht. Die Frage ist dann natürlich, wie soll man denn sowas machen? Weil es geht ja auch mit Dingen einher, mit Inconvenience, weil man kann nicht einfach nur ein Foto machen, speichern und es dann irgendwo hochgeladen, sondern man muss sich darum kümmern, dass es auch da landet, wo man möchte, dass es richtig gespeichert wird. Jetzt denkt man sich so im ersten Schritt, wow, das ist doch eigentlich nur eine Thematik für Nerds, oder? Man braucht so ein Gerät, man braucht spezielle Apps, man muss darauf achten, dass es denn nicht vielleicht doch irgendwo falsch landet oder dann auf einmal das Foto von meinem kleinen, nackt rasierten Hund nicht doch bei irgendjemand anders landet als in meinem eigenen Ordner. Nein, es ist gar nicht so wild. Wir zeigen euch heute in diesem kleinen Video, dass ihr mit NAS nicht nur eure eigene Cloud, sondern auch ganz easy eure eigene Datenverwaltung und Datenarchiv hinbekommt. Also, lasst loslegen. Für unser Beispiel haben wir jetzt ein Synology NAS-System besorgt und es ist natürlich so, dass es bei NAS-Systemen eine Hülle und Fülle an unterschiedlichen Modellen und Systemen gibt und Hersteller, also nicht nur Synology, es gibt ja auch noch Buffalo, Western Digital, QNAP und Dinge, die ich wahrscheinlich noch gar nicht weiß. Das Funktionsprinzip bzw. so wie ihr es am Ende nutzt, ist aber eigentlich bei allen gleich. Es gibt natürlich unterschiedliche Systeme, die darauf laufen, aber so wie es am Ende umgesetzt wird, ist eigentlich bei allen gleich. Das werdet ihr gleich noch im Detail sehen, wenn wir in die Software einsteigen. Und was bei allen auch gleich ist, es ist halt eine Hülle mit nichts drin, es sei denn, ihr kauft ein Paket, wo schon was drin ist, aber eigentlich ist da nichts drin. Ihr braucht immer noch zum Stopfen ein paar Festplatten. Und wir haben jetzt für unser Beispiel 2x8 Terabyte als HDD dabei, die wir mal kurz gleich reinstecken werden, damit ihr seht, wie einfach das geht. Aber ihr könnt natürlich auch SSDs nehmen oder auch Adapterkarten mit NVMe-Speichersticks. Wie die auf unterschiedlichste Art und Weise jetzt arbeiten, was zuverlässiger ist oder weniger zuverlässig, das werde ich jetzt nicht im Detail erklären, aber es gibt für alles, was ihr nutzt, also sei es HDDs, SSDs und Co., immer Vor- und Nachteile. Und das solltet ihr euch im Vorfeld im Klaren sein, was eher euer Augenmerk ist, also eher Performance, eher langanhaltende Zuverlässigkeit oder einfach nur eine Menge an Platz. Das ist eine individuelle Sache, die können wir euch jetzt nicht vorschreiben. Zumindest, während ihr die Hülle habt, bei dem Synology-System ist das jetzt so, macht ihr einfach die vordere Klappe ab, zieht hier mit dem Hebel dann den ersten Bay raus. Achso, dann müssen wir mal. Und bei dem so rum der zweite. Das Tolle ist, ihr braucht dafür auch keine Schrauben oder sowas, sondern bei den Festplattenschienen sind Haltevorrichtungen mit dabei, dass ihr jetzt einfach nur noch eure Festplatte auspacken müsst. So. Dann diese Seitenhalterung einmal kurz rauslösen. Da. Die Festplatte so reinlegen, dass die Anschlüsse hinten in das Gehäuse zeigen. So, schauen, dass es auch alles gleichmäßig ist. Die Halteschienen wieder raufsetzen. Und noch richtig ziehen können. Und dann das Ganze wieder reinstecken. Und damit hätten wir schon die erste Festplatte installiert. Und mit der zweiten machen wir es genauso. Fertig. Und der Vorteil ist am Anfang, ihr müsst jetzt auf keine Reihenfolge achten, denn ihr habt das System ja noch nicht eingerichtet, also kann man es reinstecken, wie man will. Und wenn ihr soweit seid, gibt es nur noch eine kleine Hürde zu meistern,
und zwar die Rückseite. Dort ist es in der Regel so, dass es diese übersichtliche Anzahl an Anschlüsse gibt. Das heißt in der Regel einen LAN-Anschluss, einen USB-Anschluss, Stromanschluss und that's it. Manchmal eben noch einen USB-Anschluss auf der Vorderseite bzw. Rückseite, um noch was Externes anschließen zu können. Aber mehr als einen Netzwerkanschluss und Strom findet ihr meistens nicht. Wenn ihr jetzt doch professioneller guckt, dann ist das wieder was anderes. Aber jetzt nur noch Strom ran, Netzwerk ran, Computer aufklappen und los geht's. Und das, was wir im Computer finden, das gucken wir uns jetzt mal an. So, damit wir jetzt die ganzen Einrichtungssteps nicht nochmal im Detail durchgehen müssen, habe ich schon was vorbereitet. Also deswegen steht hier das DS2020 Plus als Beispiel dafür, was gerade angestöpselt ist. Denn angestöpselt ist das DS2020J von Synology. Und wie bei jedem NAS ist es so, bevor ihr loslegen könnt, tippt ihr eine entweder auf einem Aufkleber sichtbare oder in der Anleitung angegebene Adresse ein, die euch dann zu dem NAS, das im Netzwerk sich befindet, führt. Der Computer, an dem ihr das einrichtet, muss natürlich mit dem gleichen Netzwerk verbunden sein, egal ob per Kabel oder kabellos. Dann richtet ihr die Basics ein, da habt ihr dann auch schon in dem Video mit Vera ein paar weitere Infos euch wahrscheinlich gegönnt. Wenn nicht, dann zieht es euch jetzt in diesem Moment nochmal rein. Und wenn ihr das habt, klickt ihr einfach auf Verbinden und seid dann zack im Hauptmenü des NAS-Systems. Und zumindest jetzt bei Synology ist es so, dass ihr im Grunde fast nichts seht, denn es ist enorm aufgeräumt. Und all das, was ihr jetzt damit machen wollt, liegt jetzt an euch. Und es ist auch gar nicht so schwer, darauf zuzugreifen, beziehungsweise diese ganzen Dinge zu individualisieren. Also zu den Basics wie eine File Station, wo ihr dann auswählen könnt, welche Ordner ihr anlegen und mit eurem Computer gemeinsam teilen und befüllen wollt, könnt ihr dann hier auf das sogenannte Paketzentrum klicken. Und da seht ihr dann auch, gerade für etwas versiertere Leute, was noch mit einem NAS möglich wäre. Und dann können wir jetzt mal beispielhaft durch so eine Auswahl in diesem App Store herumscrollen und wir sehen zum Beispiel Dinge wie die Audio Station. Da kann man dann riesige Musiklibraries bereitstellen und die dann über externe Möglichkeiten zugreifen, also extern im Sinne von über ein anderes Gerät, sei es euer Smartphone oder andere smarte Gadgets oder Lautsprecher, Stichwort Internet of Things. Dann haben wir hier bestimmte Backup-Apps, die dann dafür sorgen, dass ihr zum Beispiel eure wichtigen Daten auf dem NAS, die ihr eigentlich schon als Backup dienen sollen, nochmal als angehängtes externes Gerät backuppen oder auch als Cloud-Dienst auf Dropbox und Co. backuppen. Es gibt einen iTunes-Server, um speziell für iTunes multimediale Geschichten umsetzen zu können. Es gibt einen eigenen Mail-Server. Es gibt aber auch weniger abstraktere Dinge, wie zum Beispiel die Moments-Erweiterung. Das ist im Grunde sowas wie Google Fotos oder Apple Fotos als eigenständiges System auf eurem NAS, auf das ihr dann per Smartphone zugreifen könnt. Kommen wir auch noch gleich darauf zu sprechen. Da haben wir hier noch Proxy-Server, die Möglichkeit, Datenbanken anzulegen für Kontaktzugriffe, weiß nicht, über Outlook Exchange oder was ihr da eventuell vorhabt, eine Videostation, Apache, PHP, Plex. Also ihr seht, es ist unglaublich, ihr könnt sogar eure eigene WordPress-Installation auf so einem NAS laufen lassen, aber das werden wir hier im Detail natürlich nicht behandeln, denn das ist schon echt extrem. Kümmern wir uns doch vielleicht um Dinge, die für euch weniger abstrakt sind, mehr greifbar sind und die ihr auch in den Alltag integrieren könnt. Und da ist die simpelste Möglichkeit euer eigener Server im Home-Netzwerk. Und wie man das ganz easy einrichtet, zeige ich euch jetzt mal kurz. Und damit ihr die Dateien eben von A nach B transportieren könnt, braucht ihr oder müsst ihr nach Einstellungsmöglichkeiten suchen oder Menüpunkten suchen, wie zum Beispiel gemeinsame Ordner bei Synology. Bei anderen heißt es vielleicht Netzwerkordner oder freigegebene Ordner oder sowas. Hier ist es gemeinsame Ordner und da seht ihr von Haus aus schon konfigurierte, vorkonfigurierte teilweise, manchmal auch nicht, aber ist total easy. Ihr klickt dann auf Erstellen, benennt euren gemeinsamen Ordner, so wie ihr ihn haben wollt, sagt noch, auf welchem Volumen das Ganze stattfinden soll, weil manchmal gibt es ja RAID-Systeme oder auch einzeln laufende Festplatten in einem NAS. Und wenn ihr das gemacht habt, dann seht ihr es hier in einer schönen Übersicht. Die sind dann via Netzwerk abrufbar. Und damit ihr wisst, wo ihr abrufen müsst, schaut ihr mal in die Dateidienste rein. SMB, AFP oder NFS sind eben so Sachen, die mit Windows oder Apple teilweise eher funktionieren oder weniger gut funktionieren. Und in unserem Falle wissen wir hier über den SMB-Dienst, dass wir bei Windows über / Turn on Cloud, so heißt unser NAS jetzt, das Ganze verbinden können. Das kopiere ich hier mal spaßeshalber rein, gehe dann in den Desktop, in den Explorer, klicke hier oben auf Computer, Netzwerklaufwerk verbinden, so, tippe dann genau die Adresse ein, die ich da gerade gesehen habe und dann im besten Falle noch mit dem Ordner, den ihr konkret verbunden haben wollt. Und das wäre jetzt zum Beispiel bei mir der Ordner, den ich einfach Home genannt habe, tippe dann auf
fertigstellen. Warte kurz, bis es das Ganze gefunden hat. Er hat es gefunden. Tippe dann jetzt noch meine Anmeldeinformationen ein. Denn man kann ja entweder als Admin sich einloggen oder auch Nutzer vergeben und die dann auch mit unterschiedlichen Zugriffsberechtigungen belegen. So. Enter. Und dann seht ihr, ist das Ganze verbunden und ihr habt direkt Zugriff über den Windows Explorer auf euer NAS bzw. auf das spezifische Volumen bzw. auf einen ganz speziell ausgewählten Ordner auf einem Volumen. Und das ist natürlich sehr viel geiler, als über die Netzwerkumgebung dann zum Beispiel hier über das NAS drauf zu klicken und dann über so eine Browsermaske reingehen zu müssen. Das ist doof. Da ist so eine native Einbindung in so einen Explorer viel geiler. Und ihr seht, da ist der Ordner Turn-On, den ich schon mal vorbereitet habe. Und wenn wir uns das parallel eben auch auf dem NAS selber anschauen, gehen wir in den gleichen Ordner hier rein. Da ist er. Total geil. Alles in Echtzeit, genau auf dem gleichen Stand. Und jetzt kann ich fleißig Dateien hin und her schieben, mir sichern, abspielen, zurückholen, backuppen, was auch immer. Aber es muss ja nicht nur bei schnöden Dateien in einem Windows Explorer bleiben. Man kann es ja eben auch eine Stufe weiterspinnen mit zum Beispiel Foto-Apps fürs Handy. Und das sieht dann so aus. Synology hat sich dabei ja auch was gedacht und zwar auch dann eigene Apps dafür entwickelt, damit dieses Ökosystem auch hinhaut. Und in unserem Falle, wenn wir Fotos bzw. Videos mit unserem Smartphone aufnehmen und übertragen wollen, gibt es zum Beispiel hier für Android, aber auch für iOS die App Moments. Und die haben schon beispielhaft ein bisschen was reingepackt. Und wenn wir uns das Ganze nicht nur auf dem Smartphone, sondern auch parallel dazu auf dem Desktop anschauen, da gibt es eben auch ein Äquivalent zu Google Fotos und was ihr auch so kennt an Desktop oder Mobile Apps, dann sehen wir, dass genau das Gleiche drin ist. Und jetzt fragt euch, muss man jetzt ständig jedes Mal, wenn wir ein Foto machen, dann neu reingehen und das Ganze hochladen? Nein, ich kann euch das mal eben zeigen. Ich mache mal eben die Kamera auf, mache von mir mal kurz ein Selfie hier vor Ort. So. Mach die Kamera wieder zu, leg das Telefon beiseite und klick jetzt mal spaßeshalber hier auf dem Desktop einfach auf Aktualisieren. Und das, was ihr jetzt oben eben gerade als letztes Bild gesehen habt, rutscht jetzt ein Stück weiter nach unten und dann seht ihr, also nicht mehr die Hafen City als erstes Bild, sondern das neue erste Bild wird jetzt sein. Das Selfie, das eben geschossen wurde, ist jetzt fast in Echtzeit auch gleichzeitig hier auf dem Desktop zu sehen, weil es jetzt vom NAS abgerufen wurde, weil es übertragen wurde. Das ist jetzt natürlich die konsumerfreundliche Variante für all diejenigen, die aber auch ein bisschen mehr Deep Dive machen wollen. Könnt ihr natürlich, so wie eben auch gezeigt, das Ganze mit eurem Browser Explorer verbinden und die Dateistruktur, wie das Ganze abgelagert wird in dieser Moments App bzw. diesem Moments Ökosystem, hier auch nochmal nachverfolgen. Dann klickt ihr euch da rein. Das Ding ist bei Synology unter Drive, Moments, Mobile und dann dem Smartphone-Modell zu finden. Und dann seht ihr die Struktur mit dem Datum und da habt ihr dann die Bilder im Rohformat. Irre. Das heißt, ihr könnt also von hier aus dann das Original direkt rausziehen und irgendwo weiterverarbeiten, speichern, ohne dass ihr dazwischen noch irgendwas haben müsst mit proprietärer Lösung oder sowas wie AirDrop oder Magic Link von Honor Huawei oder wie das alles heißt. Nein, ihr habt das in euren eigenen Händen und ihr habt bisher nicht irgendeinen anderen Drittanbieterdienst dafür nutzen müssen, um es irgendwo mit einer Brücke rüber zu sneaken, um auf euer NAS zu kommen. Nein. Theoretisch würde es gehen. Ihr könntet jetzt hier über das Synology-System auf zum Beispiel Quick Connect klicken. Das ist dann diese Online-Brücke, um zum Beispiel auch von außerhalb eure Fotos instant auf das NAS laden zu können. Ihr könnt dafür aber auch andere Anbieter nutzen über den externen Zugriff wie DynDNS oder FreeDNS und wie die alle heißen. Ihr könnt dann euren Router dafür entsprechend noch konfigurieren mit einer Portweiterleitung und. Aber dann seid ihr natürlich mit dem ganzen Ding wieder auch in der Cloud oder mit der Cloud verbunden und dann müsst ihr gucken, ob ihr dieses in Anführungszeichen Risiko eingehen wollt, wenn ihr euch schon so ein Ding holt, um von all dem unabhängig zu sein, was ihr eigentlich nicht nutzen wollt. Stichwort Cloud und anderer Computer von jemand anders irgendwo auf der Welt. So viel also dazu, das sind eigentlich so die Basics und für euch wahrscheinlich am wenigsten abstraktesten Beispiele, um mal nachvollzogen haben zu können, wie man das Ganze vielleicht auch in euren Alltag integrieren könnte. Aber jetzt spielen wir mal den Ball an euch zurück. Denn das ist ja eigentlich das erste Mal, dass wir ein Video über NAS machen, das ein bisschen detaillierter ist. Würdet ihr das Ganze noch detaillierter haben wollen? Also wirklich so ein Deep Dive in das Thema NAS? Nicht nur mit Synology, sondern vielleicht auch mit anderen Herstellern und dann nicht nur mit so Datei und Foto, sondern mit ganz anderen anwendungsspezifischen Dingen, anderen Apps und so weiter. Ich meine, die Welt ist doch riesengroß.
Schreibt es einmal in die Kommentare, wir lesen uns das alles gnadenlos durch. Und während ihr fleißig am Tippen seid, habe ich eine wirklich wichtige Frage am Ende des Videos für euch. Und zwar, sieht meine selbst gebastelte Cloud eigentlich aus wie ein Hund?